Ja, da sind wir auch schon wieder zurück bei Kingdoms Reborn. Hallo, guten Tag. Reborn geht. Airborn. Rehagel. Huch, Research completed, ne? Oh, da habe ich ja doch Cliffhanger gehabt diesmal. Ja, was soll ich denn jetzt nehmen? Trader Discount, Advanced Military. Hä, hey, ich habe 12.000 Food Production, so brauche nur 9.000. Was ist denn da los? Hä? Was? Hä, was ist das denn? Ja gut, bei mir leider nicht. Hab ich noch nie gehabt. Ich wünschte, ich könnte da auch von Glück reden, aber leider. Wir sind übrigens schon im 23. Jahr, Erik. Wow. Voll krass. Läuft bei uns. So, mal gucken, wenn ich jetzt... Das müsste eigentlich... Da wollte ich eigentlich Häuser hinbauen, aber ganz ehrlich, das brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Wir können es ja jederzeit wieder machen. Und was wir unbedingt brauchen, ist Nahrung. Ja, mal gucken, was passiert. Combo-Level. Mal gucken, was da passiert. Mal schauen, wie es uns ergeht. Ja, gut, gebaut wird hier nicht wirklich. Leute ruhen sich eher aus, faules Pack. Bauen hier gemütlich am Weg, glaube ich, oder was auch immer die machen. Ich habe keine Ahnung. Oh, warte, wird die gebaut, wird die gebaut, wird die gebaut, wird die gebaut, wird die gebaut. Da wird... Na, ich bin unten hier, bei Steam Community. Hä, was? Right now you can only build a city on one landmass. You can claim provinces overseas so and build colony to get some extra resources, but you will not be able to move your citizens there yet. In the future, being able to control multiple minor cities is planned. Um die Entwickler direkt. Oh. Ja. Ja, Tobi, Aber was heißt Kolonies? Wie kann ich natürlich eine Kolonie bauen? Wie soll das denn gehen? Ja, ich glaube, du kannst einfach nur das Land claimen und kriegst dann die Sachen, die es da gibt, einfach. Das war's. Also die 17,7 Geld. Ja, oder wenn da halt Ressourcen sind, kannst du die auch claimen oder sowas. Also wenn da irgendwie so ein Stack irgendwelche Waren rumliegt, gibt's ja bei manchen Ländern, dann kriegst du das auch, aber ich glaube, das war's. Ich glaube, du bist am Arsch, mein Freund. Ach, naja. Oh, drei Immigranten von Dominator und da kommt mal rein. Ey. Da ist ja eh kein Platz. Oh, das tut mir voll leid. Oh Mann, wie blöd. Ja, ach, kein Stress. Erstmal hier alles vollbauen und auch noch halten. Also das ist, ne, ist ja auch schon alles klar. Trotzdem ärgerlich. Ist halt aber zum Beispiel schade, dass ich jetzt nicht bei diesen Ruhen, ich habe den ja komplett gekonkert, ne? Mhm. Dass ich den jetzt nicht steuern kann oder da bauen kann oder so. Das verstehe ich aber auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Was ist, wenn ich nochmal Conker drücke? Oder euch 10 Eisen für. Macht aber nix. Bin ich glaubend. Combo-Level. Combo. So, den würde ich hier wegreißen wahrscheinlich. Den hier auch nochmal. Da unten ist ja, glaube ich, keiner. Egal. Ja, Fruit Gatherer statt Fruit Gatherer lieber ein Schweine-Gatherer. Milch ist ja auch eine Nahrungsressource, wobei die wird nicht so gern gesehen, glaube ich. Boah, Alter, ich muss langsam echt mal Kette geben mit dem Fressen. Wie die hier drüben nicht bauen. Wie die hier einfach nicht bauen. Was soll das denn? Ach, die müssen doch das... Ist das so komplex gemacht, dass sie erst das Gras weghaken da? Toll, jetzt sehe ich in dem Fluss immer diesen Penis. Deswegen guckst du da mal so verträumt hin. Läuft bei dem. Okay, dann hier noch ein Warenhaus vielleicht hin. Boah. Alter, ich krieg halt... Ich habe mehr Bäckereien gebaut, ne? Ich habe irgendwie meine Bäckereien verdoppelt. Mhm. Und krieg trotzdem immer mehr Weizen und Mehlsäcke dazu, egal was ich mache. Ich habe nur zwei Windmühlen.
Na, kann ich auf die Windmühle? Sustainability Book, vielleicht ziehe ich das da mal raus. Dann verbrauchen die mehr Mehl. Tobi? Ja? Was hast du getan? Ich hab auch mal geconquert, mal gucken. Aber jetzt steht hier, Lord bin ich. Ich bin deren Lord. Aber kannst du da jetzt bauen? Ich hoffe. Must be inside our territory. Ne, geht nicht. Okay, das verstehe ich dann auch nicht. Wenn du den conquered hast, musstest du auch theoretisch da, ne? Das verstehe ich auch nicht. Kann ich denn Sachen löschen hier von ihm? Furniture, Sustainability, bei Furniture Shop vielleicht. Da ist schon. Aber wir haben, glaube ich, genug Holz aktuell. Naja. Schaden kann es ja nun nicht. Okay, Kohle läuft auch noch gut, glaube ich. Jo. 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 No. Dann würde ich mal wieder... So. Mal gucken. Wo hast du... die Schokolade vorhin freigeschaltet. Die was? Die Schokolade. Du hast da Schokolade freigeschaltet, die oder? Die hat sich automatisch freigeschaltet. Da habe ich nichts gemacht. Lol. Es ist dieses Hexenwerk, Toben. Ach, Hammer. Da sag ich mal nix, du. Da sag ich mal nix. Dort fliegt mir so zu. Ist ja unglaublich. So ist es, Tobi, so ist es. Ich sitze hier und will meine Rü, auf einmal fliegt mir das zu. Card Removal, Fruit Gatherer. Doch noch ein Fruit Gatherer irgendwo anders hin? Jawohl, ja, ja, wahrscheinlich ja. Noch eine schöne Pick Ranch, weißt du was, warum nicht? Habe das Gefühl, die sind sehr effizient. Oh nein, das passt hier gar nicht hin. Ist eigentlich egal. Oh gut. Garencho. Schön da oben hin. So. Kombo. Kombo Jochen schlägt wieder zu. Kettle Ranch. Kettle Ranch, Kettle Ranch, Kettle all the way. Woran bauen die gerade? Warum kriege ich gerade keine Bauarbeiter zu den Baustellen aktuell? Die Ställe werden irgendwie gar nicht gebaut. Muss ich die erst auf wichtig stellen, damit da mal einer seinen Arsch, seinen faulen, ledrigen Arsch hinbewegt? So, hier mache ich auch mal wichtig. Alles sehr wichtig. So, die kann ich hier... Oh, Indrik ist schon wieder gestorben. Auf den ist halt gar kein Verlass. Tobi, lebst du noch? Mhm. So still geworden. Bist du ein nachdenklicher Mensch jetzt? Ich überlege. Du isst doch schon wieder. Das auch, ja. Ich überlege. Ob ich zu dem Tag die Surprise noch eine Milchkaramellsoße genießen soll. Nein, was überlegst du denn? Hm? Ich habe Ruhe nochmal geconquert. Schon wieder jetzt. Mhm. Und was sagt der da so dazu?
Jetzt auch seine letzte Ecke, die er noch hatte. Oh, okay, aber du kannst trotzdem nichts machen, ne? Ich guck gerade. Ja. Doch, hier kann ich was hinbauen. Hä? Ne. Hier kann ich was hinbauen. Aber das bringt mir ja nichts. Ja, bei Ruhn gibt's keine Leute mehr. Du hast sie alle abgezogen. Oh nein. Nein. Du hast ich die meine, Leute. Die Leute mir dann hören würden, das weiß ich natürlich nicht, ne? Ja, wenn du den konkerst, ist es eigentlich dein Gebiet, theoretisch. Ja, aber ich kann nicht bei ihm da bauen, ne? Ich habe nebendran jetzt was gekonkert von ihm. Mhm. Aber da kann ich was hinbauen. Ach, aber warte mal, ich kann ja auf das andere, wo ich gekonkert habe, was hinbauen, aber da kommt ja keiner hin. Ach ja, ist nicht leicht, Tobi, ne? Ist nicht leicht. Da kommt keiner hin, das geht nicht. Die müssen tatsächlich das gesamte Gras hier erstmal wegkloppen, bevor die da Felder hinbauen, also bevor die irgendein Zeug da hinbauen können. Krass. Und das Wildschwein hilft sogar gerade. Nice. Du hast noch Wildschweine? Ja gut, in diesen neuen Gebieten hier, ne? Ach so. Okay. Ja, die sind doch nicht mehr lange da. So, oh, hier ist sogar ganz viel Wild. Eigentlich müsste ich hier einen Jäger hinbauen zwischendurch. Von hier. Aus er wieder. Food Gatherer, alles klar. Eieiei, Karamba. Eieiei, Karamba, oh Gott. Oh, ich muss langsam wirklich, das Essen wird langsam weniger. Ich meine, wir haben noch genug, aber es wird halt weniger. Mhm. Wenn es unter 10.000 droppt, mache ich mir Sorgen. Unter 10? Wow. Ja, die fressen halt viel, ne? Naja, das kenne ich. Ja. Also komischerweise mal mehr, mal weniger. Das finde ich irgendwie immer sehr... Das verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. So, was ist mit dem Trade? Alles klar, der kommt gleich. Not enough in... Oh nein, die bauen hier Weizen. Diese Idioten. Ich habe es vergessen umzustellen. Die bauen da Weizen an. Alles klar. Ich bin selber schuld. Ehrlich, wollte ich kein Weizen anbauen. Ja, Entschuldigung, Tobi. Ich wollte halt kein Weizen anbauen. Ich bin sicher, du machst alles richtig, hm, Mister, ich sitze auf England fest. Nein, das ist jetzt nur aus dem... Crème brûlée. Dümmliches Bauernvolk da hier. Oh, verdammt. Hä, die Häuser sind voll? Ich baue die ganze Zeit Häuser und die sind einfach voll? Shit. Shitcock. Was mach ich jetzt? Was machst du, wenn du zwei, wenn du alle Häuser voll hast und du hast zwei Immigration Offices? Mehr Häuser bauen? Ja, na gut, ja. Ja, liegt theoretisch auf der Hand. Oder das Immigration Office erstmal stilllegen. Weiß ich nicht, ob ich das kann. Das ist die andere. Hier noch ein Weinfeld. Area too large. Schnabbedi-dudi. Animals are eating your crops. Ja, ja, ja. Ah, hier. Okay. Naja. Wir haben eh genug davon. Oh, Schweinestall wird gebaut. Jetzt ist Nahrungskrise Ende. Ich spüre es in meinen Gedärmen. Da müsstest du halt auch rausholen, den Scheiß, ne? Ja, das wird schon alles passieren, Tobi. Ich bin ja optimistisch.
möchte ich den Optimismus mal nicht nehmen. Und hier kann ich noch... Da kann ich eine Armee aus Schweinen hinbauen. Es wird köstlich. Oh, ich habe über 150 Brot gehabt gerade. Ja, Brot ist bei mir nie auf Lager. Ja, da stürzen sie sich irgendwie drauf. Ich weiß nicht genau warum. Weil mittlerweile ist meine jährliche Produktion höher als meine Consumption jährlich. Beim Brot? Ja. Oh ja, aber nur... Huch, nur... Oh ja, nur ganz... Nee, die Consumption ist bei mir höher, alles klar. Trotz 8 Bäckereien, alles klar. Die fressen halt Brot, ne? Die fressen einfach Brot. Sogar Brot. Oh, wo kommt denn das Brot her? Und jetzt schon 50 Orangen. So, hier passt, glaube ich, kein Kuhstall. Ist auch egal. Würde ich lassen. Ich lasse lieber das hier und würde dann vielleicht da eher noch für Fleisch was hinbauen. Oder vielleicht auch mal ein generelles Warenhaus. Muss ja nicht immer aufgeteilt sein, ne? Ja, ich mache mal einfach ein generelles Warenhaus, dann können ja die ersten Schweinchen kräucheln da auch schon rum. Dauert natürlich ein bisschen, bis die erntereif sind, ja. Die leckeren kleinen Biester. Bis das Fleisch automatisch vom Schwein abfällt. So läuft das ja. Mhm. Man weiß es ja. Ja. Auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Service Wildcard. Ein Schokolatier. Oje, Mini. Oh nein, ist das Weizen da. Aber du brauchst Kakao, ne? Hm? Du brauchst aber Kakao, ne? Ja, später mal. Später, ja, später. Ich kann Kakao besorgen. Auf meiner Insel kann man Kakao anbauen. Oh, das ist aber gut. Ich glaube, dann siedle ich mal rüber. Ja. Ach, hier hinten ist Kakao, da komme ich aber eh nicht hin. Das lasse ich auch mal bleiben, glaube ich. Das ist mir zu blöd mit dem Kakao. Ich müsste dann hier eine Siedlung machen und irgendwie zu dem Kakao hier rüberkommen. Hier ist vernünftig. Gibt es eigentlich eine Obergrenze für Jahre, die man in diesem Spiel spielen kann? Nee, ne? Das ist irgendwie, also das ist nicht irgendwann Stopp. Nee, ich glaube, es geht so, oder? Okay, ich weiß es nicht. Ich hoffe doch. Aber hier komme ich hin, aber da komme ich gar nicht rüber. Cannot climb. Disease Frequency Jungle Teil. Hä, hier ist ein Teil im Teil, okay. Ah, ne, ist aber okay. Ja, ich glaube, da muss ich vorher noch was freischalten. Kaum ist Elvis tot, wird sofort ein Kind geboren. Unfassbar. 103 Kinder, Tobi. 103 Kinder. Und so. Die wird floriert, Erik, ne? Alles richtig gemacht. Ja, was sag ich damit? Da ist einfach Leben am Town. Ich habe einfach die Hoffnung, dass ein paar davon vielleicht arbeiten. Bestenfalls eine Lebensmittelbeschaffung, weil sonst... Also 5 Jahre halte ich das noch durch. Aber bis dahin muss ich eine Lösung gefunden haben. Jetzt passt hier wegen einem Böppel wieder so nicht so ein Haus dahin. Ich kacke hier gleich in der Ecke. Also alles wie immer, sagst du? Oh, das ist so nervig, ne? Kackt und ungeschissen. Alles wie immer, Tobi. So, mal gucken. Mal gucken, ob die Grätsche funktioniert. Not enough input, not enough input. Sag, wann ist das denn? Hm.
Sustainability hätte ich beim Wein machen sollen, ne? Wo ich in die Karte jetzt reingeflattert. Wo hab ich die denn jetzt hier bei irgendeinem Stuhlding, glaube ich? Immigration Office? Ne, hier oben. Ah, ich habe nichts frei. So, Sustainability Book, dankeschön. Hau ich mal lieber hier beim Dingens rein, beim Winzer. So. Not enough Input. Scheiße. Hm. Vielleicht kann ich ja hier Wein anbauen. Aber da habe ich keinen Winzer. Vielleicht könnte ich einen Winzer. Es ist nicht so einfach, Tobi. Wie du dir das immer vorstellst. Hat ja auch keiner gesagt, dass das einfach ist. Nee. Es könnte immer einfach sein, ist es aber nicht. So, warte, ich mach hier den hier. Lel. So. Und der Fische hat hier einfach weiter Dreck vor der Hütte. Das passt schon. Chan died from starvation. Wow. Nice. Das ist so, wie wenn du vorm Realmarkt stehst und einfach stirbst, weil du dann Hunger hattest. Vielleicht konnte er sich nicht entscheiden, was geiler ist. Die Auswahl war zu groß. Ja. Rewe und alles auf einem Platz mittlerweile, ne? Rewe, Aldi, ist ja alles auf einer Ecke. Da kann man natürlich schnell mal. Hast direkt Businessgebiet und dann musst du halt entscheiden, ne? Esse ich heute den Lachs oder die Ente? Dann bist du schon tot. Ja, das ist vorbei. Lachs und Ente sage ich nur wegen den reichen Einwohnern natürlich. Was für ein Idiot. Oh, Kidnap, nein. Wildcard oder Immigration Card? Gib mir eins von beiden. Immigration Card brauche ich nicht, ich habe wieder einen Obdachlosen jetzt. Weißt du, ich habe 70.000 Häuser gebaut, alle voll. Und schon ist wieder einer obdachlos, weil er wieder nicht reinpasst. Alter. Oh, ich habe nur 97 Kinder, sind 6 gestorben. Hm? Überarbeitet. Nein, an zu viel Spaß, Tobi. Achso, Entschuldigung. Häufige Todesursache, zu viel Spaß. So, okay, die nächste Schweinefarm ist da. It's da. 107 Brot, wird immer weniger trotzdem. Ja, ein Jäger würde sich halt echt machen. Hier ist viel zum Jagen. Oh ja, nice. Oh Junge, hier. Oh Junge, Tobi. Was ein Jäger hier an Spaß haben könnte. Boah, ich hab 407 Steel Tools. Krass. 407 Steel Tools. Ja. Entschuldigung. Ehrlich gesagt, bisschen. Was heißt denn Meticulus? Weiß ich nicht. Ist sicher dieses Neusprech. Hm? Das Pro of English Speech. Ich dachte, bist du hier? Meticulus? Keine Ahnung. Google ist dein Freund. Sorgfältig, okay. Man kann aber normal oder sorgfältig bei Fruit Gatherer einstellen. Was heißt sorgfältig? Steht das nicht dabei in der Erklärung? Nee. Heißt das vielleicht, dass er besonders viele Früchte holt? Ach, tatsächlich, ja. Doch, hier steht's drunter. Gathering action takes twice as long, but yield 30% mehr Fruit. Aber twice as long? Hä, ist doch Blödsinn. Das ist doch ein schlechter Schnitt. Dauert doppelt so lang, aber nur 30% mehr? Ja, das ist irgendwie komisch, ne? Hä? Voll der geile Bonus, nice. Ich glaube, das mache ich. Cool. Gönn dir, Tobi, gönn dir. Hä, warum sind denn hier... Warum sind hier auf einmal 1290 Stühle drin? Huch. Ob du mich verarschen willst? Hier liegen überall Stühle rum. Ah, nee, das sind die Bäcker, glaube ich. Hat sich mal gestuhlt, Erik. Wo kommen die Stühle alle her? Habe ich für Stühle etwa keinen Output? Doch hier.
Oh. Oh. Ich habe die Stühle gar nicht erlaubt. Oh. Ja, das war ja nicht so schlau. Dann soll ich hier unten die Stühle vielleicht mal disallowen, wa? Dann tragen die ja alle die tragen ja gleich alle Stühle rum. Oh, Bier kann ich ja zulassen, ist mir egal. So, da tragen sie schon schön Stühle. Naja. Packen die den Stuhl durch die Gegend? Das ist ja ekelhaft. Ja, das machen die einfach. Der ist aber Luft, der ist luftgetrocknet. Der bröselt nur leicht. So. Du hörst dich schon an wie ein guter Stuhler. Was? Dieses gerade war überzeugend, Tobi. Okay. Dein Stuhlgame ist real. So, was mache ich jetzt hier? Schweinefarm. Schweinefarm. Okay, ist aber auch krass, dass so ein Forester, ne? Ja. Was macht im Durchschnitt so bei dir pro Season? Ein Forester, je nachdem, wie gut der sitzt. Also ich habe hier zum Beispiel einen, der macht momentan, okay, 30, das ist echt low gerade. Den anderen habe ich gerade abgerissen. Hier oben war, glaube ich, noch einer. Ne, ist ein Haus. Oh, hier vielleicht. Okay, der hat auch 29, aber der hat kein Timmermanagement. Sehe ich gerade. Ja, aber die haben alle nur so zwischen 22 und 30. Und wie viel musst du denn von diesen Dingern bauen? Hier ist ein 58er gerade. Das ist halt aber auch nicht viel, ne? Ja, viel ist es nicht, aber man nimmt, was man kriegt, ne, Tobi? Das ist aber auch echt nicht viel. Was willst du machen? Es fällt einem nicht in den Schoß. Ich weiß, du bist es anders gewohnt, Tobi, aber das muss man sich halt hart erarbeiten. Ja. Jetzt den nächsten Fruit Gatherer noch weg, obwohl ich halt echt schon Probleme habe mit Nahrung. Das ist echt nicht gut. Und die Fruit Gatherer sind bei mir, glaube ich, die sind super nervig, was die Früchte angeht, aber leider die einzige Hoffnung. Was ist denn da los? Wow, was ist denn hier los? Was ist hier los? Hä, warum gehen denn hier so viele lang? Ach, hä, wieso holen die da Möbel? Aus dem Lagerhaus hier? Nee. 714 Stühle. Okay. Aber hier ist doch nur Cannabis erlaubt. Wir sind hier 704 Stühle drin, weil die nicht wussten, wohin damit, ne? Und 7 Mehl. Oh, um Gottes Willen. Es ist eine richtige Shitshow hier. Nur Idioten im Dorf. Ja, ist wirklich wahr, du hast recht. Ich entschuldige mich, wie konnte ich daran zweifeln? So, sollte das hier nicht rein? So, das hier räume ich mal weg, das wird anders. Scheiße. Das kommt jetzt so dran, mit Weg. Was denn? Ach, nichts. Sag mal, Tobi. Paparangi, wie baut man dieses Haus? Weiß nicht. Warte. Ich mach da jetzt einfach schön Weg zwischen. So. Oder weiß ich wie. Ja, alles klar, Tobi. Ich bin voll deiner Meinung. So, Hunting Lodge, bitte ein bisschen schneller. Ich will das Fleisch. Ich will das Fleisch. Pork und ein bisschen Game Meat kommt da auch rein. Nicht Game Meat. Game Meat. Das hat Twitter aber gerade anders verstanden. Hier. Ja, ich weiß. Da muss man vorsichtig sein. So. Hast du Papier? Jetzt hier am Rechner. Nein, in deinem Spiel. In meinem Spiel habe ich Papier. Wie viel hast du denn? 645. Möchtest du doch mal was verkaufen, ansonsten kaufe ich es mir beim Trader. Wie viel brauchst du denn? Ja, warte, komm ich doch mal rüber geflogen, Tobi. Ich kaufe das ab, setz das rein. Ja, komm, ganz ehrlich.
Ja, für meinen Bündnispartner. Partner. Panther, für meinen Bündnispanther. Danke, Herr Rangi. Immer gern, immer gern. Ist auch zweilagig, ne? Muss ich mir jetzt auch bedanken, dementsprechend. Was? Ja. Oh. Hab ich morgen noch vom Knie gezogen. Geil. Geil. Ich geb dir Klopapier und du gibst mir benutztes zurück. So, ist das dann. Ah, der Kuhstall ist auch fertig. Nice. Neue Werkzeuge sind auch am Bilden. School und Library sind am Start. Für die sweete Wissenschaft. Die Wissenschaft. So. Ach, es geht doch nichts über ein bisschen Wissenschaft am Nachmittag. Hä, es ist noch Wein im Haus. Warum? Hä? Warum? Nehmt euch doch Wein. Nehmt euch Wein, wir saufen. Ja, bei mir verstehe ich es gar nicht. Die Wineries haben irgendwie keinen Input. Aus irgendeinem Grund. Obwohl wir eigentlich genug Wein produzieren sollten, genug Reben. Ich verstehe es manchmal einfach nicht. Sonst hatten wir immer Wein übrig, auch Weintrauben, aber auf einmal nicht mehr. Ja, ich glaube, man hat manchmal das Gefühl, dass es vom Spiel so ein bisschen, dass du so eine Herausforderung irgendwie hast, ne? Dass du halt nicht zu übermächtig wirst. Gut, das sehe ich gerade nicht, aber. Ja, weiß ich nicht. Also wäre das Einzige, was mir einfallen würde, weil warum sonst sollte ich Futtermangel haben? Ich meine, ich habe so viel Felder, so viel Schweinekram. Also, keine Ahnung. Vielleicht ist da einfach so eine Random-Formel, die oder eine Formel, die nicht immer greift oder nicht immer gleich greift. Ja, ich denke, hier und da hat das Spiel sowieso noch Balance-Probleme. Ne? Aber ein Entwickler, Early Access, alles gut. Ja, na klar. Ja, ich beschwere mich ja nicht drum. Nee, das sowieso nicht. Aber, ne? Aber ist schon scheiße. Ja, ich habe auch schon gerefundet und mir das per Gutscheincode wieder neu gekauft, das Spiel. Sehr gut, sehr gut. Ich habe das auf russischen Keyseller-Seiten für 1 Euro erstanden. Nice. Und ja, dann refundet. Ich will dem Entwickler halt auch kein, also für diese Leistung kein Geld geben. Das, ich auch also, wie, hast du das gerade Leistung genannt? Entitled Gamer Shit. So, der Fruit Gatherer hier ist am Start. Hier oben könnte auch noch einer am Start sein, wenn hier ein Haus wäre und wir noch ein Lager zwischendurch hätten. Okay. So, ich bin jetzt ins Fleisch-Game eingestiegen, Tobi, und siehe da, ich habe kein Fleisch mehr. 8 Pork nur noch. Bist du jetzt wieder in der Fleischstraße? Ich versuche, die Fleischstraße wieder aufleben zu lassen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es klappt, ehrlich gesagt. So, zack. Okay. 300 Tools. Ich bin begeistert. Das ist nice. Hast du selber geklöppelt, ne? Ja. Ist auch gut. Aber jetzt habe ich auch keinen Eifelbohrer mehr, tatsächlich. Keinen Eifelbohrer? Ja, das auch nicht mehr, nee. Und kein Eirenohre. Ach, Eirenohre, alles klar, ja. Muss ich mal wieder kaufen. Könnte ich eigentlich mal machen gerade. Ja, ich hatte mir vorhin auch ein bisschen was gekauft. Ja, ist immer noch günstiger, als sich diese scheiß Dinger da zu kaufen. Achso, ich habe Eisenbarren gekauft. Ich sollte auch mal Eirenohre kaufen eigentlich. Ja. Habe ich eine Schmelze eigentlich? Ja, Iron Smelter habe ich tatsächlich. Ja, dann gönne ich mir nochmal den Spaß. Wobei ich es ein bisschen schade finde, muss ich sagen. Ich habe jetzt vorhin meine Quarry da vorne abgebaut, habe sie 3 Zentimeter weiter vorne auf der anderen Seite wieder aufgebaut und muss sie wieder komplett von vorne entwickeln. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, na gut, aber verständlich. Dass man, dass man die Materialkosten nicht zum Teil zumindest ersetzt bekommt, das ist nicht verständlich. Also ich meine, dass ich jetzt nochmal komplett Workers ausbilden muss hier und Improved Shift und sowas, finde ich ein bisschen... Ja, das hilft dir nichts. Du musst es ja neu eröffnen, Tobi. Da musst du wieder neu ausbauen. Neu bauen, neu ausbauen, es hilft nichts. Nichts. Du hast 35 Minuten jetzt, Erik. Ja, es hilft nichts, Tobi. Es hilft nichts. Oh, ich habe Inventors Workshop freigeschaltet. Was ist denn das? Ja, Wissenschaft. Wissenschaft gegen Eisen. Ja, ja. Jetzt weiß ich, wie die den Corona-Impfstoff hingekriegt haben.
Eisenbarren und dann zack, hat man Impfstoff. Ja. Krass. Einfach reinjagen. Hammer. Ist eigentlich schon Weihnachten, wenn diese Folge rauskommt? Ich weiß es gar nicht, aber ja. Fröhliche Weihnachten, ne? Ja, frohe Weihnachten. Ja, hey. Frohe Weihnachten. Endlich, ja. Und wenn Weihnachten vorbei ist, ja, trotzdem. Frohe Weihnachten, frohes Neues, viel Liebe und so. Ihr wisst Bescheid, ne? Hier. Bussi aufs Nussi und so. Was? Weiß ich nicht, Tobi. Weiß ich aber nicht. Cool. So. Ja, die Food Production steigt langsam wieder und zwar in Fleisch diesmal, nicht in Obst. Sehr gut. Ja, dann ja, bis zur nächsten Folge, ne? Und guten Rutsch. Tschüss. Tschüss. Und falls das jetzt schon im neuen Jahr läuft, nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Okay. Aber alle. Ah, doch. Weihnachten könnten wir gerade schon sein, tatsächlich. Ja, das könnte hinkommen. Auf jeden Fall tolle Tage, egal was gerade ist. Tolle Tage, ne? Tolle Tage wünsche ich. Ein bisschen abschalten, Ruhe genießen. Geil. Richtig, richtig. Und okay. Natürlich auch gleich die nächste Folge gucken. Ja, hey, Erik. Geil. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.